Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einem etwas anderen Video. Ich weiß, ich sage das echt verdammt oft, willkommen zu einem anderen Video. Aber diesmal ist es wirklich anders. Und zwar hat es nicht direkt was mit Videospielen zu tun, sondern ein bisschen was Handwerkliches. Und zwar, wer mir bei Twitter folgt, hat es wahrscheinlich schon gesehen. Ich habe mir ein Tetris-Thema-Couchtisch selber gebaut aus Nussbaumholz und aus Epoxidharz. Und ich dachte mir, vielleicht könnt ihr das vielleicht auch mal als Inspiration sehen. Wie baut man sich sowas? Also erwartet jetzt bitte kein Tutorial von mir. Ich bin kein professioneller Schreiner, noch habe ich jetzt bin ich der Handwerksgott, sage ich mal. So ein paar Basic Skills, sage ich mal, habe ich natürlich drauf. Aber wenn ihr wirklich einen Tisch mit Epoxidharz bauen wollt, empfehle ich euch ganz, ganz, ganz viele andere YouTube-Tutorial-Videos. So habe ich mich auch an das Thema rangearbeitet. Gebt einfach mal in die Suche River Table oder Epoxid Table ein, dann findet ihr ganz, ganz viele schöne Tutorials, die euch das wesentlich professioneller beibringen können. Dieses Video soll eher so ein bisschen so eine Art Übersicht sein, damit ihr vielleicht für euch entscheiden könnt, okay, traue ich mir das zu? Ist das wirklich schwer? Oder lasse ich es lieber, dass ihr einfach mal seht, was man so ungefähr an Schritten alles machen muss. Ich habe für diesen Tisch genommen ein Nussbaumholz, und zwar gibt es das relativ günstig, so kleine Nussbaumholz-Messergriffstücke nennen die sich das. Die haben schon so ein bisschen blöckige Größe entsprechend, sind nicht so teuer, weil Nussbaumholz, ne, ist natürlich allgemein sehr teuer. Dann das Harz, ich habe euch aber in der Beschreibung alles verlinkt, sind natürlich Amazon Reflinks, bis auf das Holz, das habe ich nicht von Amazon gekauft, sondern das war so eine einmalige eBay-Auktion, aber googelt einfach mal nach Messer, Griffblöcken und entsprechendes Edelholz ähnliches, dann findet ihr irgendwelche Seiten, wo ihr das auf jeden Fall kaufen könnt. Ihr müsst ja auch nicht unbedingt Nussbaumholz, sondern es gibt natürlich viele andere schöne Holzsorten. Ja, wie kam ich auf die Idee? Ich habe ja meinen Schreibtisch selber gebaut. Das war so ein klassischer River Table, also zwei Holzplanken und in der Mitte halt das wie so ein Fluss ausgegossen. Und ich war mit meinem Couchtisch nicht so ganz zufrieden und ich wollte sowas ähnliches bauen und ich fand so Nussbaumholz finde ich schon ziemlich geil. Ne? Und da habe ich überlegt, wie mache ich das jetzt? Und ich wollte so ein bisschen an einer Art Muster liegen und dann meinte eine Freundin, die Daniela, die soll ich nämlich hier auch im Video explizit erwähnen, mach doch einen Tetris-Tisch. Und dann dachte ich mir, hey, gute Idee, ob ich jetzt irgendwie so ein wildes Muster lege oder diese Blöcke, die sind ja eh schon so blockartig, denn in diesen Tetris-Blockform mache. Warum nicht? Also an dieser Stelle vielen Dank, Daniela, für den Hinweis, für die Inspiration. Ja, aber genug der Vorrede. Fangen wir an. Wie gesagt, ich zeige euch die einzelnen Arbeitsschritte so ein bisschen, auch im Zeitraffer, sag ein, zwei Sätze dazu, aber seht es bitte nicht als Tutorial, wie man das genau macht. Auch ich habe so ein bisschen vor mich hingefuddelt und so weiter. Also nehmt es nicht für voll, nur als grobe Übersicht. Viel Spaß beim Schauen.